Hallihallo, Hallöle, ich bin's wieder, der Frank, und wir schauen uns heute mal an, was wir alles machen können. Es geht einfach mal weiter mit dem Ende der Saison, mehr oder weniger. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich schauen, dass wir den Kader verbessern. Wir könnten noch einiges anderes schauen. Julian von Moos nehmen wir mal hier mit rein in den Boost. Ja. Was habe ich denn gesagt? Ich meine, trainingsfrei brauche ich jetzt gerade nicht. Spielförderung, machen wir Spielerförderung noch. Machen wir mal hier dann noch die Regeneration mit rein. Ich habe ja eh Zeit. Ist eh noch genug Zeit bis zum Saisonende. Sind es noch ein paar Tage, nicht mehr ganz so viel. Und wir können dann mal gucken, was wir für die neue Saison brauchen. Hätte ich jetzt mal gesagt. Büroauslastung ist 63 von 60. Da könnte man eigentlich schon wieder ein Stockwerk dran bauen. Mei, wird man sagen. Aber ja, so ist es. Zwei Leute sind ein paar Tage noch krank. Die könnten wir auch noch besuchen. Dann fühlen die sich nicht ganz so alleine, wenn die sich besuchen lassen. Was sie nicht tun, okay. Warum auch nicht? Dann gucken wir mal ganz kurz in den Kader. Und zwar nächste Saison, wir haben unsere beiden Torhüter, das heißt, Watkowiak wird wahrscheinlich noch eine Saison spielen oder zwei, vielleicht sogar noch 10, man weiß es nicht. Dann haben wir einen Linksaußenverteidiger, der uns fehlt. Wir haben drei defensiv, einen linkes Mittelfeld, was fehlt. Okay, also Linksaußen, linkes Mittelfeld wahrscheinlich, na, Linksaußensturm haben wir noch. Rechts Außenverteidiger, da haben wir auch noch einen. Warum ist der so weit unten? Ich sollte mal sortieren. So, also links, rechts außen haben wir genug. Dann Innenverteidiger haben wir ebenfalls genug. Defensive Mittelfeld auch. Linkes Mittelfeld, rechtes zentrales Mittelfeld haben wir genug. Das heißt, rechtes Mittelfeld oder linkes Mittelfeld. Ich würde eher linkes Mittelfeld tendieren. Und dann können wir mal schauen, was wir da noch kriegen. Stürmer brauchen wir keinen. Eigentlich bräuchten wir gar keinen für die nächste Saison. Aber ich möchte in der Champions League gut abschneiden. Und deswegen denke ich, würde es vielleicht sogar Sinn machen. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Wir haben noch drei Leute, die nicht ganz so zufrieden sind. Also Stefanovic, Julian von Moos und Bela Dumrad. Okay. Man sieht es ja auch hier. Gucken wir uns die mal an. Das heißt, wir reden mal mit dem guten Mann. Okay, kann ich gar nicht mehr. Okay, wahrscheinlich, weil die Saison zu Ende ist. Ist auch egal. Das heißt, der geht nicht. Der hier. Mit ihm könnte ich noch ein Gespräch vereinbaren. Er ist wahrscheinlich noch so pisst, dass er nicht drangekommen ist. Deswegen, naja, was auch immer. Mit ihm könnte man noch. Der andere hat eigentlich schon abgeschlossen mit uns. Ja, wegen sportlicher Ereignisse, wegen persönlicher Ereignisse, da haben wir ja schon plus 1. Wegen Manager-Kommunikation, okay. Wir gehen mal rein, gehen mal nochmal, na, wo ist es? Hier wollte ich hin, genau. Sprechen mal mit dem guten Mann an einem Mittwoch. Mittwoch ist immer gut, da ist immer Karaoke. So, dann, nein, da nicht, dahin. Schauen wir doch mal weiter. Was denn mit ihm hier? Aha, weil verletzt oder wie? Okay. Das heißt, ja, 1, 2, vielleicht. Schon krass, ne? Wirklich. Aber gut, okay. Passt für mich. So, Spieler, lädt sie, also Spieler, sage ich, Sponsor, St. Galler Kantonalbank, lädt sie ein. Das machen wir auch. So. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Hier wollte ich schauen. Gut, Saisonende ist bald da, gefeiert haben wir ja schon. Hier haben wir sehr wenig. Das hält sich noch in Grenzen, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken, dass wir das Vereinsbudget, wenn wir das nochmal bekommen, einfach uns nochmal vornehmen, was zu tun. So, die Regeneration macht auf alle Fälle Sinn. Und dann gucken wir doch mal. 34 Tage sind es noch bis zum offiziellen Saisonende. Es ist eigentlich noch recht lang. So, Paraden hat er erreicht. Bela Dumrad, sehr schön. 2, 3, 4. Das andere ist alles nicht so wichtig. Kann man aber machen. Okay.
Bin ja mal gespannt, wie wir in der Champions League abschneiden werden. So, Mihailo Stefanovic, der gute Mihailo. Was war jetzt eigentlich bei ihm, was wir noch ansprechen? Okay, persönliche Ereignisse und die Manager-Kommunikation. So, dann persönliche Situation, du wirkst unzufrieden. So, meint, dass sie damit vollkommen recht hätten. Er würde am liebsten woanders spielen. Das ist aber schlecht. Kann ich nochmal mit ihm sprechen? Nein. Okay. Er möchte gern woanders spielen. Sag doch gleich, dass du auf die Transferliste möchtest. So, wir haben die Weiterbildung. Enorme Lautstärke in der Krisensitzung bei Servet. Okay. Das heißt, da wird bald der Trainer fällig werden. Da haben wir Justin Janicek mit dem nächsten. Der erreicht Manndeckung. Okay, 2, 3, 4, 5. Auch das passt. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Die Beobachtung ist erfolgt. Okay, das ist eigentlich egal. Kannst jeden Club beobachten. Jetzt bringt eh nichts, mehr oder weniger. So, Sponsorentermin auch wahrgenommen. Alles gut. Gab es eins von uns? Nein, gab es nicht. Yverdon, Winterthur, Winterthur, Yverdon, Yverdon macht's. Gucken wir uns doch mal an. 120 Punkte, Wahnsinn. Tor des Monats Mai. Über einen Eckball eingeleitet, in die Mitte weitergegeben, Volley genommen, drin. Ja, Mohamed Tijani, schönes Tor. Lasse ich so gelten. Kann man als Tor des Monats nehmen. So, jetzt müssen wir halt wirklich so lange noch warten, bis es wieder losgeht. Mein Gott, und das Ganze im Let's Play Nummer 33. So, wir müssen uns auch mal einholen. Margarita, Sazonov oder Clavel. Natürlich ist es, gibt's, kann nur einen geben, ne? Ihr seht's. Saba Sazonov wird es wohl machen. Alle anderen 0%. Das ist ein bisschen unlogisch, mein lieber Herr Gesangsverein. So. Aber gut, wir werden uns auch irgendwann einen neuen Jugendspieler ziehen und dann mal schauen, was mit dem so passiert. Können wir ja mal gucken, ob wir noch einen linken Verteidiger, ein linkes Mittelfeld eventuell mitnehmen in die neue Saison. Erstmal Christian Witzig mit seinem dritten Silberstern. Nesiri, Behan Nesiri mit seinem fünften Bronze. Edis Bütüki, geiler Name. Arbnor hätte ich jetzt gesagt. Gecac oder Geca. Egal. 19-Jähriger, 1,83 groß. Warum auch nicht? Ja, wenn ich die Namen falsch ausspreche, tut es mir leid. Viele dieser Spieler kenne ich nicht, obwohl ich gerne St. Gallen gucke. Aber ja, so ist das. Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit der Jugend des FC St. Gallen. Kader verbessern, lassen wir mal drin. Könnten wir trotzdem noch. Ja, gut, die haben nachher eh genug frei. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Schwierig, schwierig. Ich nehme nochmal individuelle Fähigkeiten und er hier kann bleiben. So, da sind wir wieder. Das sind wir wieder. Servus, so. Ich kann immer noch nicht mit denen sprechen. Es ist nichts los, aber sie sind alle krank. Aber gut, auch das ist normal. Passiert halt mal. So, dann lasst uns doch mal in die zweite Mannschaft gucken, ob wir in der zweiten Mannschaft einen Linksaußenverteidiger finden, den man mit hochziehen könnte. Er hier wäre mit 5'3, 21 Jahre. Er ist ein Analytiker, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ist er motiviert oder ist er nicht motiviert? Geht eigentlich. Trainingsfortschritt ist auch okay. Persönliches interessiert hier erstmal nicht. Den könnte man mit hochziehen, um noch einen zu haben. Was sagt denn? Ja, aufgeschlossen 1, also von 4. Perfektionismus 2 von 4. Geselligkeit 0 von 4. Ich weiß nicht. Aber es ist, der Trainingseindruck ist stark, was wiederum gut ist.
Lass uns nochmal hier auch gucken. Hallo? Da ist er doch. So, gibt es da einen, wo ich sagen könnte, nehmen wir mit, aber nur einen Verletzten? Der erste wäre links außen. Ja, alles andere ist nicht so das Wahre. Bei der U19, bei der U17 weiß nicht. Auch nicht wirklich. Ne? Der. Wenn dann eher hier. Aber er hat noch nicht wirklich was. U19. Nein, komm. Lass uns doch mal hier Folgendes machen. Einfach, weil wir es können. So. Spieler verschieben. Wir verschieben ihn immer in die erste Mannschaft. Dann haben wir den Linksaußen schon mal mit drin. Und kaufen können wir ja dann immer noch. So, Freundschaftsspiel. Ja, lasst uns ein Freundschaftsspiel machen. Diesmal geht das noch. Nach 2 Wochen oder 3 Wochen gar nichts. Freitag noch den Charity. Und dann würde ich sagen, machen wir das noch. Ausdauerlauf. Dritte, nochmal den Ausdauerlauf und nochmal den Hit. In den Trainingsgruppen können wir mal gucken, wer jetzt konditionsschwach ist. Dann holen wir die noch in die Konditionsgeschichte mit rein. 17, 35, 34 ist ja nicht wirklich stark. 40, 41. Gott, sind die alle konditionsschwach. Aber gut, wir haben jetzt auch kein Freundschaftsspiel mehr gemacht. Ich gehe bis 60. Also kann ich eigentlich fast jeden mitnehmen. Ist eine große Trainingsgruppe. Genau, noch einen. Den Rest lasse ich mal so. Individuelle Fähigkeiten mache ich auf alle Fälle. Dummrad, witzig, machen wir raus. Thomas machen wir auch raus. Wen nehmen wir denn noch mit? Ja, nehmen wir den Schubert noch mit bei den individuellen Fähigkeiten und Lukas Görtler hätte ich gern noch dabei. Na komm. Und bei Aufbau brauche ich eigentlich erstmal keinen. Nehmen wir noch die Abschlüsse. Dann nehmen wir dann die alle mit. Das brauchen wir. Ja, den kommen wir auch noch mitnehmen. Christian Witzig kann das auch gebrauchen. Er nicht, er nicht, er nicht, er nicht. Genau, passt. Sieht für mich so in Ordnung aus. Kann man also lassen. Weiß ich gar nicht, wann ich das Let's Play angefangen habe. Diese. So, Röbbels will gerne, oder was heißt er will gerne, er hat Robustheit erreicht. Dann nehmen wir Antritt, Dry 4 und dann war es das auch schon. So, Entwicklung ist abgeschlossen, okay. Vereins-App ist jetzt erfolgreich entwickelt, 25 Tage noch. So, dann haben wir der Miri, der kann auch mal eine gute Besserung vertragen. Sehr schön. Weitere Bildung, auch gut. Trotzdem noch 24 Tage. Kriegen wir das in diesem Let's Play noch hin? Ich glaube schon. Mitarbeiter angesprochen, blitzschnell und ohne lange Bedenkzeit. Okay, es kann losgehen. Mitarbeiter hat wichtigen Schlüssel verloren, ist nicht versichert. Übernehmen Sie die 2000 Franken? Ja, klar. Dann Wohltätigkeitsorganisation hätte gerne einen Schirmherr für ihr Straßenfest. Kann man auch machen. Ich bin da sehr. So, die Belegschaft fordert eine Küche, veganes Gericht auf alle Fälle, sage ich als Veganer, logisch. Janis Horn hat eine Shisha-Pfeife mit ins Trainingslager gebracht. Nein, Shisha ist für mich vollkommen in Ordnung. Personalabteilung würde gerne einen Rückenkurs anbieten. Jawohl, dürft ihr machen. Kann man ja tun, einen Rückenkurs. So, guter Eindruck bestätigt. Sehr schön. Charity-Aktion ist auch gut. Aber der gute Eindruck von wem? Aha, okay. Guidotti. Trainingsziel erreicht von Thomas. Wahnsinniges Talent, dieser Mann. Sehr geil. Also, Spieler hat Trainingsziel erreicht. Schusstechnik. Wow. Kann man alles so lassen, wie es ist, hätte ich gesagt. Die 2 ist hier. 3, 4.
5. Wahnsinn, es ist echt Wahnsinn. So, dann gucken wir doch mal. Freundschaftsspiel. Gegen wen möchten wir gerne spielen? Wie wäre es gegen Delfino Pescara? Oder wir spielen gegen einen anderen Schweizer Club, was ich aber nicht möchte. Wir könnten gegen Cerezo Lugo spielen, ein spanischer Verein, wenn mich das nicht täuscht. Oder gegen Real Oviedo. Oder. Es gibt so viel. Nein, ich will ja nicht gegen. Oder gegen RB Leipzig. Wäre halt auch geil. Das wäre halt mal kommen. Lass uns gegen Leipzig spielen und verlieren. Nein, wir müssen schon einen Verein nehmen, gegen den wir gut dastehen. Dann nehmen wir doch. Komm, wir nehmen Leipzig. Ist wurscht. Wir müssen. Die lassen uns eh nicht spielen. Okay. Also doch der italienische Verein. Weil geht nicht anders. Weil Leipzig sagt, nö, nicht gegen den. So, dann Julian von Moos hat Stabilität, nein, Kreativität erreicht und kommt jetzt als nächstes Elfmeter, mache ich raus. So, Dribbling hat er schon. Nehmen wir Dribbling 2. Fünf. Und da geht dann nicht das Fünf. Okay, machen wir hier Fünf. Sehr gut. So, Trainingsergebnisse diese Woche. Chatrak Akolo. Sehr schön. Dann ist Sascha Brill ebenfalls seinen fünften Stern. Fünfe in Bronze. Sehr geil. Stufenaufstieg. Sehr schön. Ich habe einen Stufenaufstieg. Manager Upgrade. Motivation endet nach zwei Niederlagen. Tja, wem tun wir denn da jetzt noch extra mit an Lukas Görtler, hätte ich gesagt. Diesen Spieler zusätzlich boosten. Sehr geil. Bei 99 wird das natürlich Sinn machen. So, was machen wir jetzt? Meine rhetorischen Fähigkeiten verbessern sich. Ihnen steht mehr Zeit zur Verfügung. Wer braucht schon Zeit? Junge Talente, das ist meins. So, und jetzt spielen wir dann gegen Delfino Pescara. Nächstes Spiel brauchen wir natürlich nicht. Wir nehmen keinen Schwerpunkt, oder? Machen wir Spielerförderung immer noch. Das passt, der Lühmann. Dann trainingsfrei. Trainingsfrei ist auch gut. Dann lernen die mal was. Auch das ist in Ordnung. Ausfallarten. Der Seismograf hat immer noch Stefanovic, von Moos und Dumrad. Reden. Kann man jetzt mit ihnen reden? So, Julian von Moos, was ist dein Problem? Hat zu wenig Minuten gespielt, hat zu viel Konkurrenz, fachliche Qualität des Managers. Ja, das ist so, wie es ist, Herr von Moos. Sag mir doch einfach, was du willst. So, Freundschaftsspiel. Wir reden mit den Spielern am Freitag, gehen mit ihm noch ein Bierchen trinken und dann ist alles gut. Also so glaube ich mal. So, Dumrad, du bist neu. Du kannst gar keine Probleme haben. Ja, natürlich hast du viel Konkurrenz. Das ist normal. Diese, normal. So, auch Gespräch vereinbaren. Ja, noch mehr Geld. Können wir nächste Saison drüber reden. Erstmal musst du dich beweisen. So. Und natürlich noch er hier geht auch jetzt. Okay. Dann reden wir doch mal über euch selber. Genau. So. Ein Sommerfest. Juhu. Das kommt gut am Samstag. Können wir schön feiern. So, Görtler noch, auch schön. Dann machen wir alles voll hier und dann geht's mal los. Jetzt dürfen alle spielen, die am wenigsten gespielt haben. Wie wäre es damit? Oder wir lassen alle spielen, die spielen wollen. Ich weiß es nicht. Die haben 64. Naja, 64 ist jetzt. Ja. So. Das ist eigentlich mikroskopisch, ist eigentlich schon in Ordnung. Wenigste Einsätze, Kondition, nein.
Form, Frische, Stärke. Genau. Machen wir den Ateziggi raus. Dann, das können wir nachher in der nächsten Saison nochmal reinmachen. So, Co-Trainer. Stellt eh auf. Da macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Er muss sich hier alles rausnehmen wahrscheinlich. Dann würde es vielleicht Sinn machen. Dann würde wer wenigstens. Okay. So, Anordnung des Passes. Regeln gelten auch für den Co-Trainer. So, jetzt machen wir das nochmal. Sieht's anders aus. Es macht keinen Sinn, wenn ich sage, hey, mach wenigste Aufstellung löschen, Bank löschen, alles löschen. Jetzt habe ich die regelbasierte Aufstellung. Also ich sage, er soll die Grundzuordnung beibehalten, also die Formation, und die Regeln gelten auch für den, genau. Ja, ist wurscht, oder? Das soll so sein. Und er stellt trotzdem Ateziggi auf. Weil ich glaube, okay, habe ich vielleicht keinen anderen. Doch, ich habe Watkowiak. Watkowiak kann im Freundschaftsspiel spielen. Ansonsten wird es ja passen, bis auf den Torwart. Egal, wir machen das jetzt so. 80 zu 64, das ist für mich in Ordnung. Wir spielen natürlich neutral. Kontrolliert offensiv. Das mit den Karten ist auch gut. Wie würde denn der Trainer spielen? Extrem offensiv. Okay, nein, das machen wir nicht. Das passt sporadisch, weil wir müssen uns ja nicht verausgaben. Wirklich jetzt. Okay. 44. Kann man 35. Und dann hier in der Mitte machen wir, ja, machen wir es so. So ungefähr passt ja. 25. So, ist viel, aber es ist trotzdem okay. So spielen wir jetzt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. Die Italiener sind etwas konditionsstärker wie wir, aber gut, wir spielen ja auch mit etwas anderen Personen. Schauen wir mal. Delfino Pescara 1936. 20 Minuten rum. Jetzt passiert was. St. Gallen greift schon mal an. Das heißt, wir werden wohl gleich den Ball kriegen. Der war knapp vorbei. Alessandro Pizzari, ja, hat den Ball gehalten. So, Eckball. Ein Görtler tritt den Ball rein. Balci, Albert Balci, vorbeigeschossen. Ist ja nun Freundschaftsspiel, Leute. Das heißt, soll jeder mal dürfen. Wieder St. Gallen. Jordi Quintilla. Quintilla auf Görtler, Görtler in die Mitte auf Möller, Nikolai Möller und sicher gefangen. Irgendwann ist er drin. Ich hoffe mal jetzt. So, wir werden den Ball natürlich wieder abfangen. Witzig mit dem Ball in die Mitte, da ist Quintilla und wieder ist es Blizzari. Man nennt ihn auch Katze. So, schön war's, aber leider nicht genug. Das heißt, wir könnten jetzt Stefanovic bringen, der im zentralen Mittelfeld. Hallo. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mal, ich tausche mal hier so. Du gehst ins zentrale Mittelfeld. Du spielst offensives Mittelfeld. So, dann Fazlici, der spielt ja defensiv, das ist eher nicht das, was ich möchte. Diaby darf kommen. Dürfen ja genug wechseln. Linker Außenverteidiger. Ja, links, lieber Mann. So, dann dürfen wir auch ihn hier bringen. Gott, was mache ich da gerade? Aber ist egal. Ja, genau. Ihn hier wollte ich noch bringen. Jetzt haben wir es eigentlich. Das dürfte so funktionieren. Und wir könnten nachher noch zwei Wechsel bringen, könnten dann noch einen Rechtsaußenstürmer bringen. Das machen wir nachher dann. Und dann gucken wir mal. Dürfte funktionieren, dürfte auch gleich was passieren. Da bin ich mir sicher. So, da ist er. Janicek auf Toma. Toma auf Mbambimbi. Mbambimbi gibt auf Akolo. Der einfach mal direkt ganz frech an den Außenpfosten. Der war knapp. Er wollte ihn einfach so ins Eck zwirbeln. Hat aber leider nicht funktioniert. So, St. Gallen.
Nochmal Akolo. Akolo auf Stefanovic. Stefanovic zurück auf Akolo. Der in die Mitte auf Thoma abgelegt, abgeprallt. Und Lukas Görtler staubt ab in einem Freundschaftsspiel. Alles okay. 1-0 verdient, kann man so nicht sagen. Aber ist halt passiert. So, Strafstoß für die Italiener. Luca Morra. Tor. War jetzt gar nicht mal so schlecht geschossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da hat Bakowiak keine Chance gehabt. Wir wechseln. So. Wir bringen, zweimal dürfen wir noch. Ja, und machen wir da. Julian Formos. Bam. Rechts außen. Und wir bringen Fernandes für das Zentrale. Dass er auch nochmal spielen darf. Ich hätte auch Faslici bringen können. Wollte aber so spielen. Wir werden die Taktik verändern. Werden jetzt offensiv gehen, damit wir das wenigstens noch in dem Freundschaftsspiel hinbekommen. Also den Sieg meine ich. So. Hat aber nicht funktioniert. Wir spielen nur 1-1. Ist aber okay. Jeder durfte mal ran. Fast. Und deswegen hat das schon funktioniert. Jetzt muss ich dann gleich mal gucken, wie viele Minuten wir jetzt schon spielen. Warum bist du auf Pause gegangen? Bloß weil ich die Tastatur berühre. Das macht für mich keinen Sinn. 18 Tage sind es noch bis zum offiziellen Ende. So, zeigt er mich hier an. Ja, knapp 26 Minuten sind es. So, sollen wir jetzt mal wegen der Leistung fragen? Du, das letzte Spiel war gut, war Mist, war schlecht, war super. Oder wieder persönliche Situation, Verhalten, Frust in Leistung umwandeln, an der Ehre packen. Ich weiß es nicht. Also am Ende der Situation macht das alles keinen Sinn. Sie führen ein konstruktives Gespräch und können zumindest einige der Probleme ausräumen. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt kommen wir zu Dumrad. Der ist ein bisschen schwierig. Ich will den Vertrag mit dir verlängern. Ich will die Verlängerung. Beim fairen Angebot kannst du gehen. Du hast hier keine Zukunft. Geh einsatzbereit. Persönliche Situation, Vereinssituation. Schwierig. Entwicklung. Ich mach das mal. Freut sich, okay. Das ist ja schon mal gut. So, dann haben wir noch den Stefanovic. Und bei Stefanovic war es ja auch die Einsatzzeit, die persönliche Situation oder die Leistung. Er ist halt schlecht in Form, ne? Er ist halt nur 6-1. Ja, okay. Aktueller Unzufriedenheitsabzug von der Spielstärke. Du musst härter arbeiten. Könnte ich sagen, ich könnte aber auch sagen, hey, Frust in Leistung umwandeln. Stefanovic nimmt sich an Aussagen zu Herzen. Natürlich passt gerade vieles nicht, aber trotzdem bringt es nichts, einfach nur Sand in den Kopf zu stecken. Der Spieler geht auf jeden Fall mit guten Vorsätzen aus dem Gespräch heraus. Das ist genau das, was ich von den Leuten erwarte. Einfach mal zuhören und machen. Nicht einfach nichts tun, sondern mach einfach. 15 Tage noch bis zum offiziellen Saisonende und dann haben wir bald schon Urlaub und dann geht's weiter. So, die Schweiz ist schon mal nach oben. Sehr schön. Kenntnisse über die Spiele in der Schweiz haben sich ja kontaktemäßig verbessert. Sehr schön. Welches Land nehmen wir denn als nächstes? Oder passiert es automatisch, wie im ersten Teil von We Are Football? So, alles verschlechtert. So, Thomas Brüning hat sich verbessert. Ich bin mal so gespannt auf die nächste Saison von wegen hier Champions League und Co. Es wird interessant auf alle Fälle. Und natürlich kommt es darauf an, mit wem wir in der Gruppe sind. So, gut zu wissen, 5-Jahres-Wertung. Okay. Ja, alles gut zu wissen. Super, doll, dolle Wurst. So. Nuhu. Wieder trainingsfrei. Ist für mich auch in Ordnung. Ich nehme die Woche noch mit. Und dann können wir erholt und warum sind die Leute so konditionsschwach? Kann mir das mal jemand sagen? So, das ist in Ordnung, finde ich. Das ist gut. Das lassen wir so. Sommerfest. Yay. 13 Tage noch bis zum offiziellen Saisonende. Ich habe gerade gelesen, ich arbeite hart an meinem Verhalten. Nein, tue ich nicht.
Ich erhalte einen Managerpunkt. Yay! Dann haben wir die Beobachtung abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr Erster werden. Aber man weiß es nicht. 8 Tage noch bis zum offiziellen Saisonende. 7 Tage. Und ja, ich würde sagen, die 7 Tage nehmen wir dann im nächsten Let's Play mit auf. Im Let's Play Nummer 34, glaube ich. Ja, das war jetzt Nummer 33. Und dann würde ich sagen, war es das für dieses Let's Play. Wir haben nicht viel gemacht. Ein Freundschaftsspiel, juhu. Aber immerhin habe ich etwas gemacht. Und wir sehen uns morgen wieder. Und dann schauen wir mal, was wir da so machen können. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Für euch am Mikro war der Frank.